Aber gut, die haben wir ja gleich wieder zusammen. Das ist ja alles kein Problem. Hühnchens, ihr lieben Hühnchens, könntet ihr mal ein paar mehr Eier legen? Ich kriege jetzt immer nur noch ein Ei hier. Und das finde ich nicht in Ordnung. Davon halte ich nichts. So, pass mal auf. Ein Ei. Komm. Koppa. Rein da. Weg mit dem Ei. Und dann gehen wir jetzt mal die 7 Geoiden. Geoden. Geodes. Oder Geode. Was auch immer. Die gehen wir jetzt beim Schmied öffnen. Mal gucken, vielleicht finden wir ja was Tolles. Weil ihr wisst ja, anpflanzen können wir leider nichts. Ne? Unmöglich, gibt es noch nicht. Nicht im Winter. Aber es ist wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme dann wird es ja auch wieder Frühling sein. Es sei denn, es käme jetzt vielleicht noch irgendein wichtiges Fest dazwischen. Aber ich denke nicht. Ja, ja, von 9 Uhr offen. Dann müssen wir kurz warten. Angeln können wir derweil auch nicht. Was ist das hier? Holly. Oh. Okay, eine beliebte Winterdekoration, aber sehr, sehr giftig, wenn man es isst. Sehr, sehr giftig. Da, hier ist der, wo wir dann... Das Museum, ne? So, jetzt ist ja gleich 14. So viel Zeit haben wir ja. So. Komm schon. Komm schon. Gut. Hallo, my friend. Okay. Einmal die Geoden bitte öffnen. 5 Kohle, das hat sich doch gelohnt. Das haben wir schon mal abgegeben, das können wir dann verkaufen. Ja, Clay, einen. Toll. Ah, für den Boden, ne? Sandstein. Können wir auf jeden Fall auch verkaufen. Hat er schon. Wieder das? Oder ne? Jagoid. Keine Ahnung. Ja, okay. So, können wir hier die Tools upgraden. 5 Kupferbars. Nö. Habe ich jetzt auch nicht dabei. Kann ich hier noch was beshoppen? Nö. Okay, okay, okay. So, dann gehen wir zum Gönner. Da kriegt man dann auch Belohnungen, so Kleinigkeiten, ne? Kriegt man dann da. So. Ja. Ja. New Reward. Da habt ihr das. Spenden was halt, Mann. Aber gut, den Rest können wir behalten. So, ich krieg hier eine Belohnung, mein Freund. 9 Melonensamen und ein Standing Geode. Okay, cool. Wunderbar. Damit kann ich leben. 9 Melonensamen, die sind nämlich arschteuer und die sind für den Sommer, ne? Ja. 12 Tage, bis sie reif sind. Okay, okay, okay. Kein Ding. So, was gibt's hier? Es ist Mittwoch. Es ist immer Mittwoch hier. Scheiße. Ja, immer wenn ich hier zufällig vorbeikomme, ist Mittwoch. Ja, 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 wir haben eine neue Quest. Ja. 10 Schleims müssen wir bringen. Ist gut. Oh. Was ist denn jetzt los? Oh, was ist denn jetzt los? Die gehören alle mir, die verkaufe ich alle. Ach nee, vielleicht können wir die ja auch vergraben, wa? Selber ein bisschen Deko machen. Oh nein. Nee, können wir wohl nicht. Da brauchen wir einen Topf vielleicht oder sowas. Kristallfrucht. Fokus. Warte mal, kann ich den Kro... Ja, nee. Wo ist er? Da? Kann ich den hier irgendwo einpflanzen? Und wenn ich da erst... Nee, habe ich ja gar nicht. Okay, egal. Die Kristallfrucht hebe ich aber auf. Krokus, Holly... der Kalzit. Clay brauchen wir. Sandstone.
Ja. Was noch? Nö, das war's. Okay. Ja, wird ein paar Euro schon geben, denke ich. Oh, schön. So, und das letzte Mal hier reinschmeißen. Dann war's das wieder mit dem Kupfer, wa? Jo. Ja. Ja. Ja, schade, ne? Ja, komm, mach hin hier. Mach hinne. Mach hinne. Los, 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 los. Ich will aufräumen. Ach, wir könnten mal wieder. Pass mal auf. Da ist gar nichts drin. Wieso ist hier nichts drin? Ah ja, das hier sind Materialien zum Verkaufen übrigens. Die habe ich mal in die zweite Truhe rein. Also irgendwas stimmt trotzdem mit meiner rechten Maustaste nicht. So ein Mist. Hängt ein bisschen, warum auch immer. So, wo basteln wir denn das hin? Nö. Habe ich den hier? Ja. Ja, das ist doch okay. Mich da hinsetzen? Nö. Dekorative Bowl. Okay. Cool. So. Ja, wir brauchen eigentlich kein Geld, ne? Also jetzt im Moment. Hühnchen sind auch glücklich. Hier kann man die übrigens rein und wo ich das gerade sehe. Passt mal auf, Freunde. Das hier ist ja der Kirschbaum, den kennt ihr schon. Kirschbaum kostet 3600. Diese beiden Bäume hier kosten jeweils 6000 G. Das ist, ich glaube, Aprikose und noch irgendwas. Sind, glaube ich, auch beide für den Sommer. Also wenn ich die hier jemals abholzen sollte, dann lacht mich bitte ganz, ganz bösartig aus. Nee, also das sollte absolut nicht passieren, sonst ist echt... Boah. Dann ist das Geschrei wirklich groß, Freunde. Ja, wäre nicht so dolle, ne? So, auf jeden Fall, die müssten bald gewachsen sein und der Kirschbaum müsste im Frühling, Ende des Frühlings, bereits Früchte tragen. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das ja theoretisch so sein. So, Kristallfrucht, kommt mal mit, bitte. Die habe ich noch vergessen, in den Kühlschrank zu packen. Ich muss mal nochmal einen Schluck trinken, Mensch. Das ist ja schrecklich. So. Na, no. Uns fehlt einiges, was wir noch kochen können. Halt, übrigens. Fernseher. Bleib mal stehen. So. Und zwar, ich glaube das, der König der Soße. Da lernt man auch neue Rezepte kennen. Hallo zusammen, ich bin's, der König der Soße. Okay. Ich bin hier, um euch ein neues Wasser im Mund zusammenlaufen lassendes Rezept aus meiner aus meinem Geheimkochbuch zu verraten. Das dieswöchige Gericht Pfannkuchen. Ach nee, das habe ich doch schon. Na toll. Manchmal lasse ich mich auch treiben von total irrsinnig schwierigen Gerichten, aber es gibt etwas Gutes an einem ganz simplen Pfannkuchen. Du wirst haufenweise Butter brauchen und Maple. Wie heißt denn das? Syrup. Ahornsirup. Jetzt hat. Okay. Die du dann über diese warmen Dinger drüber streichen möchtest. Du weißt bereits, wie man Pfannkuchen kocht. Jo, richtig, das ist genau das Problem. Leider. Naja, müssen wir, ich glaube, wöchentlich, oder wie war das dann? Keine Ahnung. Naja. Ich guck hier gerade mal. Iron Ore. Oh, toll. Jetzt habe ich natürlich hier die beschissensten Sprinkler aller Zeiten, ne? Super. Ist der billige hier.
Refined Quartz. Battery Pack, okay, das ist sowieso. Ja, der Quality Sprinkler, der wäre natürlich schon besser, ne? Scheiße. Naja, so für einen Anfang. Müsste das ja auch gehen. Was wollte ich denn machen? Ich wollte doch noch was einlegen hier für den Winter. Der noch eine Weile geht. Hier, können wir 1, 2, 3, 4. Okay. So, dann legen wir die wieder ein. Haben wir wieder schöne Marmelade. Okay. Ja, und jetzt haben wir nichts zu tun. Tja. Im Winter ist es wirklich mager an Arbeit. Ne? Da kannst du wirklich hier eigentlich bloß Bäume fällen und blöd in der Landschaft rumgurken. Oder eben die Zeit für Höhlentouren nutzen. So. Naja. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Holz machen. Da kann man dann auch wieder ein paar nette Sachen verkaufen. Diese Saps und sowas, ne? Ich kann auch eigentlich mal ein bisschen Holz wegschmeißen. Denke ich mal. Kann ich fast machen. Also was heißt wegschmeißen? Verkaufen, ne? Ich meine, davon haben wir jetzt genug. Ja, am nächsten Tag, also quasi morgen dann, ne? Da würde ich dann mal gerne zum Carpenter laufen. Und gucken, ob wir wieder irgendeine Erweiterung kaufen könnten. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, zack. War das auch. Ja, also zwei Bäume können wir locker noch wegholzen, ne? Ich pflanze jetzt hier auch nicht an, weil ihr seht ja, hier ist genug angepflanzt. Mehr als genug. Dann verkaufe ich halt diese Saplings dann auch. Wir haben ja noch auf Reserve. Das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Einfach mal auch was für die Tasche machen, ne? Komm hier. Na, hier so naturschutzmäßig. Und jetzt reicht's aber auch wieder. So. Einfach mal gnadenlos drauf einschlagen. Übrigens, wir müssen noch in den Abwasserkanal. Da scheint wohl auch irgendwas drin zu sein. Da habe ich Kinder vorgefunden, die da reingeguckt haben und sich furchtbar erschreckt haben. Und wir haben uns auch erschrocken. Aber da müssen wir zum Forscher. Der hat wohl den Schlüssel. Keine Ahnung. Ich schätze, da müssen wir noch das Vertrauen gewinnen und dann quasi da in seine Wohnung rein. Das ist mein Verdacht. Ja, ja, Schnauze, das geht schon noch. Oh. So. Aber das machen wir irgendwann mal. Da nehme ich euch natürlich auch wieder mit auf diese Reise. So. Und jetzt wird verkauft, liebe Freunde. Jetzt wird verkauft. Fackeln behalte ich mal. Zack, 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 zack. Das gibt nämlich jetzt ordentlich Kohle. Kann ich hier eine Fackel hinstellen? Oh, tatsächlich. Ah, die will ich da nicht. Nein. Nein. Die will ich hier. Okay. So, und hier. Am Haus kann ich das nicht anbringen. Okay. So, gehen wir schlafen. Halt, Fackeln weg. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Fackeln weg. Und drin hier. Hier ist aber auch dunkel, ne? Vielleicht kann ich da mal irgendeine Lampe oder so kaufen. So, gute Nacht. Oh. Okay, wir sind Förster geworden. Und das Holz ist jetzt 50% mehr wert. Und wir sind Sammler. Ach nee, wir können wieder aussuchen. Tja, also hier haben wir die Chance, dass wir zweimal eben was ernten. Aber das ist eben nur die Chance, ja. Ich denke mal, das wird dann so 50%ige Wahrscheinlichkeit sein oder so.
Das ist schwierig, das ist schwierig. Ich verkaufe eigentlich nicht so oft Holz, aber ich denke mal gerade im Winter, ne? Nee, wir nehmen jetzt den Förster. Wir nehmen den Förster. So, 4324, das ist okay. So, was ist heute wieder passiert? Nichts. Sieht nicht so aus. Ah, das ist auch schön hier an dem Fenster, ne? Oh, dann leuchtet der ein bisschen. So, Living off the Land. Wir sind wieder zurück mit einem weiteren Tipp für euch alle. Hört zu. Es gibt ein paar Fische, die du nur im Winter fangen kannst. Die Qualle und den Lingkott. Keine Ahnung, was das ist. Quallen können gefangen werden am Meer am Abend. Lingkott kann in frischem Wasser den ganzen Tag gefangen werden. Natürlich gibt es auch Gerüchte über sehr, sehr seltene und besondere Fische, die nur in bestimmten Saisonen, also Jahreszeiten, gefunden werden können. Aber wir haben darüber keine Infos. Ja, das war's. Okay. So, ihr backt hier noch. Naja, backen ist es nicht. Aber die sind noch am Arbeiten. Jo, drei Eier, das ist doch schön. Hallo Mizis, guten Morgen. Nein. Aha. Also dieses Silo ist so eine geile Sache. Das ist so super. Das gibt dir auch direkt diese vier Dinger raus, ne? Und es hebt lang. Es hebt wirklich lang. Und du musst da im Prinzip nur noch dieses Gras hier abwirtschaften. Und dann hast du dein Silo wieder voll. Besser geht's nicht. Ernsthaft, besser geht's nicht. So. Ach ja, wir wollten ja zum Carpenter, zur Robin. Ja, wir brauchen auch unbedingt mal eine Axt, ne? Eine Kupferaxt und so ein Kupferding, dass wir hier mal dieses Zeug hier wegkriegen. Eine blöde Frage an dieser Stelle: Wo sind verdammt nochmal meine Bäume? Alter, ganz hier drüben. Ja, das dauert halt, bis sie nachwachsen, ne? Ich habe zwar wirklich überall angepflanzt und die pflanzen sich ja, ich glaube, auch selber an. Ja, oh Mann. So. Okay. Naja, das pflanzt sich auch selber an. Ihr seht ja hier diese Knollen da im Boden. Aber es dauert halt auch eine Weile, bis die wiederkommen, ne? Aber ich kann nicht wieder das ganze Holz hier verkaufen. Du gehst da mal sterben. Danke. Nehmen wir den hier noch mit. So, wir nehmen den noch mit. Und dann, ja, gehen wir mal in Richtung Robin. Gut. Ja, hier ist ja alles voll gesät, ne? Ja, hier könnten wir fast mal eine kleine Lichtung auch lassen, ne? Und hier außenrum muss auch nicht so viel sein. Dafür ist ja hier wieder jede Menge. Und hier wird dann ja hauptsächlich auch Gras sein. Wir müssten eigentlich auch mal, pass mal auf. Oh. Wo ist Zaun? Ah, hier ist Zaun. Kostet zwei Holz. Das machen wir, bevor wir das jetzt hier großartig verkaufen. Machen wir hier nochmal Zäune. Wir haben aber auch noch Zäune. Yes. So. Und dann schmeißen wir mal den Rest hier rein. Löpp, löpp, löpp. Und die Eier möchte ich auch noch behalten. So, jetzt gehen wir aber erstmal zur Robin. Ja, so. Dann machen wir nämlich wieder Omelettes draus und verkaufen dann lieber die. Das ist besser. So, ich nehme mal Holz, Steine und zur Sicherheit auch mal Clay und Bronze mit oder Kupfer halt. Und dann gehen wir jetzt die letzten 10 Minuten hier. Oder 12 Minuten, sag ich mal. Ja, ich habe mich wieder verlaufen. Egal. Gehen wir noch zur Robin, gucken mal, ob wir noch irgendeine Erweiterung kaufen können. Weil ich meine, schaut euch mal den Kontostand an.
Da müsste doch was drin sein. Also vor allem die Erweiterung fürs Haus, die kostet 10. Kostet die 10. Nee, die kostet jetzt wahrscheinlich auch mehr. Die zweite. 50.000 vielleicht oder 40.000. Glaube ich mich zu erinnern. Aber gut, das ist alles nicht so tragisch. Das haben wir alles bald zusammen. Können wir dann schöne, schöne Sachen kaufen. So. Ja, sie ist da. Schön warm hier drin. Ja, das stimmt. Draußen ist kalt. So, diese Farm Buildings. Ja, super. Sag mir, dass wir genügend Steine haben. Das brauchen wir hier nicht. Das haben wir. Ah, da können wir ein Pferd. Ah, das Pferd ist mit dabei. Ja, okay. Hartholz brauchen wir da dafür. Ja, diese Slimes braucht man hier drin. Okay. Das haben wir. Was ist das hier? Ne, das ist unser Hühnerstall. Was ist das? Dwelling Animals. Ach, das ist für 8. Ach, das können wir upgraden. Jetzt verstehe ich das, Freunde. Okay. Pass mal auf. Ich hätte natürlich gerne hier den hier. Das ist der Kuhstall, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, perfekt. Aber wie berechnen, ne? Oder das ist doch der Kuhstall. Bitte sag mir, dass das der Kuhstall ist. Verdammt nochmal. So. Ja, mach mal. Ist schön, schön von dir. Ah, hier kann man auch Stein und Holz noch kaufen. Super. Toll. Also Steine gehen uns jetzt dann aus. Aus Birke. Sollen wir noch so ein bisschen Kalender? Ach, einen Kalender. Ja. Plasma TV. Wooden Brazier. Was ist denn ein Brazier? Lamppost? Ein Kerzenleuchter quasi, oder? Iron Lamp. Wood Lamppost. Wood Flo. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal definitiv mit. Steinflor Rezept. Okay, das war's. Wir müssen ja nicht hier alles ausgeben. Morgen fängt die dann mit dem Bau dieses zweiten Geheges an. Ich hoffe, dass das jetzt Kühe sind oder so, ne? Aber es müssten doch eigentlich Kühe sein. Dann kann ich mir jetzt nichts anderes vorstellen. Aber gut, wir werden ja sehen. Ja. 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 Schauen wir mal. Aber ich denke, das sollten dann die Kühe werden. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es Kühe werden würden. So, jetzt bauen wir auf jeden Fall noch den Zaun. Liebe Freunde, den bauen wir noch. Was sind das, Würmer oder was ist denn das für ein ekliges Zeug? Kann ich da mal draufhauen? Nö. Okay. So, also hier oben ging ja der Zaun immer kaputt aus irgendwelchen obstrusen Gründen. Ja, ich denke mal hier, wa? Na? Wie weit muss der dann gehen? Der muss ja schon, ne? Bis hier auf jeden Fall, ne? Eigentlich ja bis hier, aber da kommen wir ja noch nicht rein. Pass mal auf, dann machen wir das so, dass wir das hier nicht vergessen. Ah, scheiße. Ich bin ja so doof. Ich bin ja so doof. Yay. So. Pass mal auf, da muss natürlich dann auch noch hin. Ja, das ist hochintelligent, mein Lieber. So. Ja, und wir müssen jetzt mal upgraden auf dieses Kupferzeug, ne? Es hilft ja nichts. Es muss gemacht werden. Kann ich hinaus? Nee. Okay. Ein Tor brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Nee. Nee. Das brauchen wir erstmal nicht. Und da drüben schlage ich aber noch ein Loch rein, dass wir eben nicht zu weit laufen müssen, ne? So, oder?
Ja, vielleicht brauchen wir sogar ein Tor, ne? Ich weiß es doch auch nicht. Mann. Scheiße. Ja, nicht, dass hier uns dann Kühe oder so abhauen, ne? Ja, ich glaube nicht, dass das passiert. Nee. Weiß gar nicht, wofür der Zaun da ist. Ah, das hält das Gras auch zurück. Okay. Mhm. Aber wohl auch die Tiere. Tja. Ja, Freunde, ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Warte mal, wir haben hier noch... Oh, Gott sei Dank. Zack. Zack. So, dann können wir nämlich hier nochmal craften. Es ist totale Verschwendung. Ich weiß, keine Frage. Und wahrscheinlich so, wie ich das hier auch hinbaue, ist das natürlich noch dümmer. Da haben wir jetzt 4, 8, 16, 32 Felder. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, und vielleicht täusche ich mich auch noch, 32 Felder, die hier bewässert werden, automatisch jeden Morgen. Das erspart uns natürlich ein bisschen was, aber reich wirst du davon auch nicht. Also wir werden irgendwann definitiv dann auch diesen großen brauchen, aber ja, mei. Jetzt im Winter halt nicht, ne? Oh, mein Hund schüttelt sich. Habt ihr wahrscheinlich gehört. Ist auch schön. Ich hatte noch ein Gate, oder? Ich hatte kein Gate. Gib mir mal schnell das Holz. Gate, ja, 10. Das geht. Wir machen da einfach ein Gate hin. Ist egal. Wir haben das Holz noch. Kein Problem. So, und aber trotzdem, die nächste Erfindung wird einfach die Kupferaxt sein. Definitiv. Oh. So sieht das also aus. Alles klar. War das ein bisschen doof, Freunde, hier? Ich glaube... Nein. Ich glaube, es war doof, ne? Das machen wir doch so hier lieber außenrum, ne? Da ist wieder dieser Arsch hier im Weg. Dieser Arsch! So. Ja, ich denke mal, dann können die Kühe... Ja, hier theoretisch, ne? Können die Kühe dann hier auch... ans Wasser, ne? Ihr wisst ja, was los ist. ja, wir brauchen nochmal schnell Zaun. Das machen wir jetzt hier auf jeden Fall noch fertig. Und dann sollte reichen, oder? 13 Zäuners. Zäuners! Super! Und dann war's das aber. Mit dieser Folge. Ja, das geht genau auf. Gott sei Dank. Zack, zack. Werd wahrscheinlich hier auch noch dann irgendwann mal so ein kleines Türchen reinmachen, aber erstmal sollte das doch in Ordnung sein. So. Hier bräuchten wir eigentlich dann auch noch einen Zaun, ne? Ja, theoretisch schon. Ja, wie gesagt, wir machen das noch fertig. So, seid mir nicht böse, aber mag's einfach, wenn das Zeug dann auch fertig ist, ne? So, ja, das reicht nicht. So, und das schadet nicht, wenn wir da noch mehr haben. Ja, der Arsch mit Ohren muss halt da auch noch weg, ne? So, pass auf. Erst hier, echt? Da kannst du dann jetzt hier nicht mehr durchlaufen. Ne, tatsächlich. Ist in Ordnung. Ja, ich war jetzt gerade am Überlegen. Wie, ne? Ich kann mir vorstellen, dass so vielleicht ganz sinnvoll ist, ne? Kann ich hier jetzt auch ein? Ja, kann ich. Und da geht auch auf. Und da geht auch auf. Und da geht auch auf. Und da geht auch auf.
Hallo. Nö, da geht natürlich nicht. So. Ja, dann machen wir das einfach anders. Dann machen wir das nämlich einfach so. Ich glaube, das ist auch sinnvoller, ne? So. Dann können wir nämlich hier wieder ein Loch reinschlagen. Und er geht auf. Und er geht auf. Super. Bleibt er bitte zu jetzt, Mensch. Haben wir Pilze? Nö. Okay, liebe Freunde, dann war's das wieder für diese Aufnahme. Wahrscheinlich werden wir die ganze Farm noch etwas schöner machen, ne? Aber das ist jetzt so der erste. Ja, versuch mal ein bisschen was Größeres hier zu machen. Wir werden sehen, was passiert. Ich werde auch gucken, dass wir schöne Kühe bekommen. Hier dann rein. Ja, wir werden sehen, ne? Ich bedanke mich fürs Zugucken. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.